Hoffnung um 12. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. So sagt es uns die Bibel. Ein neues Leben mit Jesus, und das sollte man auch sehen. Wir sind ein leserlicher Brief. Und was das bedeutet, das wird uns jetzt Daniel erzählen. Ja, Hoffnung um 12. Wir wollen dich auch heute wieder ermutigen. Und wie Isolde schon sagte, du wirst von Menschen gelesen. Das ist heute mein Thema. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Du wirst von Menschen gelesen. Und letzten Sonntag hatten wir eine Predigt von einem Pastor, der hat einen Satz gesagt, der hat mir richtig gut gefallen. Er hat gesagt, du bist für viele Menschen die einzige Bibel, die sie lesen. Da steckt so viel drin. Und das ist so eine große Wahrheit. Du sagst vielleicht, ich bin doch keine Bibel, bin kein Buch. Ja, aber was du bist, das ist genau der Inhalt der Bibel. Das ist der Inhalt der Erlösung. Wir sind die Menschen, die ein Spiegelbild für die Menschen, Ungläubigen umherum sein sollen, ein Spiegelbild von Jesus. Und wir sollen wirklich lesbar sein. Das heißt nicht, dass wir alle möglichen Schriften verteilen und alle möglichen Rechtfertigungen und da was anpinnen und da was wieder irgendwie schriftlich weitergeben. Nein, unser Leben soll ein leserlicher Brief Christi sein. So heißt es auch im Wort Gottes. Und die Menschen haben schon vieles gehört. Die Menschen sind heute wirklich so drauf, dass kaum einer in eine Kirche geht von den Ungläubigen, kaum einer irgendwas Christliches sich anhört oder liest. Du bist wirklich die einzige Bibel, die solche Menschen lesen. Mit deinem Benehmen, mit deinem Lieben, deinem Wertschätzen und deiner Vergebung. Das ist gelebte Bibel. Und was für eine Verantwortung steckt auch da dahinter, dass wir die Bibel sind, die Menschen leben. Das heißt, unser Leben muss wirklich lebenswert sein für die anderen, dass sie sagen, wow, das möchte ich auch. Und wenn sie dann neugierig werden, dann schaffen sie wirklich auch den Schritt oft, die Bibel auf Papier zu lesen, wo das drinsteht, was sie brauchen. Herr, ich danke dir dafür, dass wir wirklich die Bibel sind für die Öffentlichkeit, für die Ungläubigen, die Menschen lesen mit unserem Benehmen, mit unserem Auftreten, mit unserem Reagieren. Ich danke dir dafür, Herr, mach uns da wirklich fit. Herr, lass uns sehen, wo wir noch nicht ganz in dieses Bild Bibel hineinpassen, wo wir das nicht leben, Herr, dich nicht widerspiegeln. Ich danke dir dafür. Herr, lass es uns aber richtig sein, Herr. Herr, danke, dass wir lesbar sind, Herr, nicht mit dem Blödsinn, wo wir machen, sondern mit dem, was du durch uns wirken möchtest, ausstrahlen möchtest. Danke, Herr. Amen. Ich möchte auch heute sagen, wenn du jetzt wirklich während dieser Live-Sendung auch live mit dabei bist, wenn du jetzt in den Chat schreibst, was hast du für Erfahrungen damit gemacht, ein leserlicher Brief zu sein? Was hast du da schon mit Erfahrung gemacht? Schreib's in den Chat hinein, wir freuen uns darauf. Und wir wollen für Menschen beten. Folgendes Gebetsanliegen einer Großmutter ging bei uns ein. Mein kleiner Enkel hatte seit Geburt eine Schiefstellung vom Kopf oben und ist immer wieder beim Osteopathen in Behandlung. Und jetzt kommt noch Physio dazu. Bitte um Gebetsunterstützung, dass sich das korrigieren lässt. Und Jesus, du kennst dieses Kind mit der Kopfschiefstellung. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst und dass du denn diesen Kopf oder diese Muskeln, die da wahrscheinlich verkürzt sind, in die göttliche Schöpfungsordnung zurückbringst. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass dieses Kind eine gerade Kopfhaltung bekommt. Dass da wirklich ein Wunder passiert an diesen Sehnen und Muskeln und was da
vielleicht nicht in Ordnung ist, aber du weißt es und wir legen es in deine Hände. Und ich danke dir, dass du dieses Kind berührst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns diese ganz spezielle Not. Ich bitte für eine junge Frau, 27 Jahre alt, die zur Prostitution gezwungen wird. Sie hat 4 Kinder, die alle in Pflegefamilien leben. Sie will aussteigen und wird bedroht. Ich weiß, Gott kann helfen. Bitte betet mit für sie. Danke. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Frau kennst, die so in Not ist und die aus dieser schwierigen Situation heraus will, aus dieser dunklen Situation. Und ich danke dir einfach, dass du Wege hast für sie, dass du Türen auftust, wo sie wirklich deine Hand ergreifen kann, wo sie rauskommt aus dieser Situation. Und ich danke dir, dass du ihr Menschen zur Seite stellst oder Menschen schickst, die ihr da helfen können. Und ich danke dir, dass du wirklich eine Türe auftust, dass diese Frau wieder in die Freiheit kommt. Danke, Jesus. Du bist der Herr, auch über dieser Frau, über dieser Person. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du eine Lösung hast. Danke, Jesus. Amen. Per E-Mail erhielten wir folgendes Gebetsanliegen. Ich bitte um Gebet für eine Frau. Sie hat die Erkrankung NF2 und ist seit ihrer letzten OP taub geworden. Sie braucht ein Wunder Gottes. Seelisch ist sie aufgrund der Taubheit ganz angeschlagen. Möge der Herr sie aufrichten und vollständig heilen. Danke. Ja, danke, Herr, dass wir in dieser Sache auch um Unmögliches bitten, Herr, dass Unmögliches möglich wird, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass du Wunder tust. Vater im Himmel, wir bitten dich um Heilung dieser Frau, Herr, dass das Hörvermögen wiederhergestellt wird, Herr, auch das, was Ärzte und wir keiner sonst tun kann. Herr, ich danke dir dafür. Herr, schenk ihr auch, Herr, ein Hören ihrer Seelen, des Geistes. Ich danke dir dafür, aber Herr, auch das physikalische Hören. Danke, Herr, für das Wunder, Herr, dass wir es wirklich erleben und auch erfahren. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt für ihre Schwester. Liebes Gebetsteam, ich wende mich mit der Bitte um Gebetsunterstützung für meine Schwester an Sie. Sie ist 72 Jahre alt und leidet seit Jahrzehnten an der chronischen Darmerkrankung Morbus Crohn. Die Spätfolgen dieser Krankheit treten immer mehr und deutlicher bei ihr auf. Anhaltende Durchfälle, Übelkeit, Hautprobleme, Gelenkerkrankungen, Müdigkeit. Die gesundheitlichen Probleme reihen sich fortlaufend aneinander. Ihre Situation wird immer schwieriger und ist sehr belastend. Die dauerhaften gesundheitlichen Probleme zermürben sie. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihr Gebet. Herr Jesus, danke, dass du auch dieser Frau begegnest. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir hier fürbitten mit in die Speichen greifen dürfen. Aber wir aus uns nichts ausrichten können, aber Herr, wir legen dir diese Person hin. Herr, mit den vielen, vielen Auswirkungen. Und Herr, wir bitten dich, Herr, greife du im Zentrum der Not, im Zentrum der Krankheit ein. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, für Heilung, für Befreiung von all dieser Krankheitsnot, Herr. O Vater im Himmel, wir bitten in Jesu Namen um Berührung, um Heilung für diese Person. Danke. Amen. Amen. Wunderbare Gebetserhörungen bekommen wir immer wieder. Und eine Frau schreibt uns voller Freude. Endlich kann ich euch berichten, dass meine Tochter wieder zugänglich ist. Wir sind beide noch sehr vorsichtig, aber der Druck ist weg. Das hat 3 Jahre gedauert. Ich hoffe doch sehr, dass solch eine Zeit sich nicht wiederholt. Allen Betern vergelt's Gott. Und das ist ein wunderbares Zeugnis, das auch uns wieder zeigt, dass wir am Gebet dranbleiben. Dass es manchmal etwas länger dauert, aber Gott erhört Gebet. Und Gott hört unser Gebet. Und dass wir einfach dranbleiben, bis es geschieht. Und folgende Heilung ihrer Füße schreibt uns eine Frau. Ich möchte mich bei euch für eure Gebete bedanken und unserem Herrn Jesus für die Erhörung und Heilung. Meine Füße sind geheilt und ich kann wieder normale Schuhe tragen. Wie wunderbar. Und Gott schenkt Lösungen, wie folgende Frau aus Österreich berichtet.
danke für eure Gebete in der letzten Gebetsnacht. Es hat sich jedes Anliegen in Gottes Wohlwollen gelöst. Ich bin so froh und dankbar. Ja, und sie schreibt nicht, was für Gebetsanliegen sie hatte, aber das klingt doch wunderbar, wenn sie so erfreut ist über diese Gebetserhörungen. Gott erhört Gebet und Gott belohnt Vertrauen. Vor einigen Wochen bat ich euch um Gebetsunterstützung. Gestern schrieb mir mein Sohn, dass alle Symptome seiner Neuralgie verschwunden wären und er wieder arbeiten kann. Mein Schwiegersohn hatte große Probleme wegen eines Bandscheibenvorfalls. Nach euren Gebeten hat sich sein Zustand nach und nach immer mehr gebessert und er ist fast schmerzfrei. Und ein weiteres Zeugnis: Für meinen Enkel bat ich euch um Gebet für eine Arbeitsstelle. Seit Mitte Oktober arbeitet er als Informatiker und fühlt sich in seinem Betrieb sehr wohl. Und vor 2 Wochen bat ich euch um Gebet für den Sohn einer Schwester, der seit 10 Jahren keinen Kontakt zu seiner Mutter hatte. Sie haben sich am Telefon versöhnt. Mich hat es sehr berührt, dass, obwohl der Mutter viel Leid durch den Sohn zugefügt wurde, diese nicht aufgehört hat, für ihn zu beten. Und Gott das Unmögliche zugetraut hat. Herzlichen Dank euch allen für eure Gebete. Ja, und wir dürfen wirklich dranbleiben, bis Gott es einlöst. Und das sind wirklich wunderbare Gebetserhörungen, die diese Frau erlebt hat. Ja, wie wunderbar, wenn Beziehungen geheilt werden. Das ist oftmals noch ein größeres Wunder wie eine Heilung. Ich glaube, wir können nicht die Größe eines Wunders irgendwo beschreiben, aber wenn Beziehungen, die über Jahre nicht funktionieren, geheilt werden, das ist wirklich ein Wunder. Hast auch du ein Wunder erlebt? Lass es uns wissen. Schreibe uns, die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet, oder über die anderen Medien, die wir haben. Lass es uns wissen. Wir würden es gerne vorlesen, weil das bestärkt wieder andere. Ja, mein Tipp, du bist eine Bibel auf 2 Füßen. Nicht mit deinem Mund, nicht mit deiner Literatur, sondern mit deinem Leben. Probiere es aus, mach es ganz, ganz praktisch. Es wird dir Freude machen. Und schick uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten auch für alle Anliegen, die wir hier nicht vorlesen können. Es sind einfach zu viele. Und es ist wunderbar, wenn du uns dein Anliegen schickst. Ja, eine Information, Hoffnung um 12 werden wir dieses Jahr nur noch mittwochs machen, denn wir haben so vieles im Angebot. Wir sind jeden Mittwoch um 12 Uhr für dich da. Wir haben bald die Heilungstage Ende März, da sind wir 2 Tage für dich live da. Du kannst auf die Bühne deine Gebetsanliegen schicken oder deine Anliegen schicken. Das ist da möglich. Wir haben Karfreitag wieder Gebetsnacht. Wir haben so viele Dinge, auch wie Sonntag, den Gottesdienst, wo du auch deine Gebetsanliegen schicken kannst per Live-Chat. Also, wir haben so viele Möglichkeiten. Deshalb wollen wir dieses Jahr Hoffnung um 12 jeden Mittwoch für dich machen und die anderen Sachen richtest dir ein. Und wir wollen mit dir live in Verbindung sein. Nächsten Sonntag wieder um 10 Uhr sind wir wieder für dich da. Und wir freuen uns, wenn du bei den Heilungstagen dabei bist. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.